Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Runde Grounded. Ja, wir sind vom Abladen abmunitioniert, vom Inventar ausladen, sind wir wieder mal zurück in der Hecke. So viel dürft ihr hier jetzt nicht wirklich mehr rumfleuchen und kräuchen. Und von daher sollte das hier ein einfaches Spiel für uns sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich genau bin. Ich werde gleich mal auf den Plan schauen. Ah, ja. Das habe ich nicht gesehen durch den Schatten. So, und ich werde mal das mit der Ort machen hier. Halt, du bleibst hier. Was haben wir gekriegt? Netze. 6 Stück. Wow. Ja, wenn das in der Realität wäre, wäre die Spinnenpopulation dann wohl doch etwas dezimiert. Ich frage mich gerade, für was die Batterie ist. Oh, was ist denn hier los? Wieso ist denn die... Wow, was ist das? Krass. Ist es hier so dicht oder was? Wisst ihr was, wir drehen mal kurz ab hier. Mal wieder dahin, wo es ein bisschen mehr zu sehen ist. Vielleicht ist es auch noch ein Bereich, der noch nicht so richtig freigegeben ist. Das könnte auch sein. Ich will auf alle Fälle trotzdem hier mal schauen. Ist mir eigentlich egal, was dann hier um die Ecke kommt. Was gut ist, wird es sowieso nicht sein. Oder tut das hier symbolisieren, dass die Wand, diese Wand, die hier kommt, so einen starken Schatten projiziert. Wow. Oder so viel Dunkelheit. Das wäre ja echt... Da haben wir. So genau, jetzt sind wir nämlich hier, wo ich sein wollte. Und ja. Ich will mal gucken, ob es hier was gibt. Wenn es hier so seltsam nach oben geht. Nein, gibt es nichts. Yeah, yeah, yeah. Okay. Wie sieht es hier aus? Also hier ist das Licht sehr, sehr bescheiden. Ne? Und jetzt müssten hier vorne eigentlich noch zwei kleinere Spinnen sein. Kann aber auch sein, dass das schon wieder geändert wurde. Weil ja auch das andere nicht mehr so gestimmt hat. So hundertprozentig zumindest. So, mal auf die Karte schauen, wo wir sind. Okay. Also es sieht so aus, als ob hier nichts wäre groß. Das heißt, man könnte rein theoretisch den Aufgang zum Heckenlabor. Hier ist die Kante. Gut. Und das ist nämlich jetzt das neue obere Teil, was ich nämlich so gar nicht kenne. Und das ist hier auch nicht verzeichnet, ne? Dass das jetzt hier nach oben geht. Und hier oben ist nämlich dann Stinkwanzenkäfer und wieder Spinnen ohne Ende. Also was heißt ohne Ende? Ja, ich höre was. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich schaue nochmal hier drauf. Jawohl. Giftiges
kleines Stück. Ja, ein giftiges kleines Stück bist du. Oh, das ist eine Wolfsspinne. Das ist eine Wolfsspinne. Das ist eine Wolfsspinne, Alter. Das war eine Wolfsspinne. Das habe ich an der Statur erkannt. Pro war das eine Wolfsspinne. Wow. Wo kommt denn das Miststück her? Ich hoffe, ihr seht genug. Ich muss es ein bisschen dunkel lassen. Denn... ich weiß nicht genau, wo die herkommen. Alter, das war 100 pro eine Wolfsspinne. Da ist sie. Also ehrlich gesagt, krasse Geschichte. Wisst ihr nie, dass die hier auch jetzt hier rumrennt. Also von daher, wow. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Echt wow. Das wusste ich nie. Jetzt weiß ich's. ich bin wieder mal begeistert. So. Hat das was gebracht? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich glaube, es hat nicht wirklich was gebracht. Okay. Es ist manchmal wie verhext, ne? Man dreht sich manchmal um und man sieht sie gerade noch im richtigen Moment. Wow.
Was ich eben nicht möchte, dass sie dann wieder sich auf Null zurückbegibt. Na, weil das wäre dann echt schade für die Mühe. So, schauen wir mal. Wir haben alle Pfeile wieder. Jawohl. Einmal das und einmal Gift. Und das weiß ich nicht, ob das für den U ist. Keine Ahnung. Ausbeute ist nicht so prickelnd unbedingt. Naja. Aber das Tier rumfleucht und kreucht, das Mistvieh. Vor allen Dingen habt ihr es gemerkt. Auf dem Stein hat sie mich nicht geordnet. Wo ich vom Stein runterkam, sie an. Ist doch ein mieses Stück, oder? Echt mies. Bin ich bloß froh, dass die nicht kommt, wenn man hier mit diesen kleinen Viechern abgelenkt ist. Weil dann wird es nie lustig. Dann wird es echt nie lustig. Ja. Oh, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. So. Okay, dann sieht es schon wieder anders aus, dann sind wir schon wieder voll. Und es ist hell. Und wisst ihr, was wir machen? Wir werden jetzt weiter dort an der Hecke entlang gehen. Aber ich habe eben nichts zu trinken. Wir werden doch mal hier an der Dose schauen, ob wir was finden. Ansonsten muss ich vielleicht mal einen kleinen Schluck aus dem Tümpel nehmen. Der wird uns Nickel umbringen, sage ich mal. Aber es ist besser, bevor wir nichts haben. Haben wir noch was zu essen? Nee. Okay. Aber wir könnten natürlich auch das machen, ne? Was macht's trinkbar, heilt und essbar. Gross. So, und dann nehme ich noch so ein. Feeling refreshed. Okay, dann machen wir das so. Da ist dem auch geholfen. Wow, da kommt die Wolfsspinne dort um die Ecke. Wow. Habe ich sofort an der Kontur gesehen. Am Kontrast an der Kontur, dass das keine Netzspinne ist oder Radnetzspinne. Dass das eine andere ist. Wahnsinn. Ein Mistvieh, ey. Ich bin ja froh, dass es nicht nur hier diese Wolfsspinnen gibt, sondern auch ein bisschen was Einfacheres. Weil sonst, tja, ich glaube, da wird es hier keine Wanzen mehr geben, weil ich mir wahrscheinlich nur Gaspfeile machen würde. So, hier sind wir rausgekommen und da sind wir dann oben lang gegangen, genau. Es könnte sein, dass dieser Weg durchaus mal nach ganz oben führt. Momentan sieht es gerade so aus. Oh ja, wir sind oben. Mieses Stück, du. ich könnte schon wieder feiern hier. Weißt du was, davon brauche ich nicht so viel. Ich nehme lieber das mit. Das ist mir wirklich lieber. Ja. Okay.
So, wir gehen mal hier auf die Steine. Denn hier habe ich, ich habe ja damals von da oben geschaut. Und da haben wir ja hier keine Spinnen gesehen auf den Steinen. Die waren alle nur vorne an der Wand. Und jetzt muss ich mal schauen. Wir kämen also von dort. Oder von dort. Dort waren doch die Pilze, oder? Nee, wir waren dort. Da waren wir gewesen, wo mein Punkt ist. Genau. Wir müssten eigentlich dorthin. So, hier vorne sind die Stinkkäfer und Spinnen. Spinnen sind nicht das Problem. Dann haben die das nämlich mit dem Aufgang geändert. Dann haben die das geändert und zwar kommen wir nämlich jetzt hier raus. Auf der höheren Etage. Und das ist doch nicht schlecht, sag ich mal. Eigentlich sind wir schon wieder voll. Wir müssten uns eigentlich nochmal leer machen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich gehe hier lang. Ich werde mich nochmal entleeren. Und dann komme ich wieder und dann sehen wir weiter. Ja, tut mir leid, dass ich hin und her gerenne, aber ich habe nur 30 Plätze. Und wir haben eigentlich auch ein Wasserproblem. Ja, das muss ich auch mal so sagen. Ich werde jetzt mal schauen, ob wir hier das trinken können. Oh, da ist eine Feder. Ekliges Wasser trinken. That's not refreshing. Nicht sehr erfrischend, okay. Ich glaube, einmal geht das schon. Das ist manchmal Glück, ne? Man dreht sich einfach um und da ist er auf einmal im Anmarsch. Das ist mir so oft schon passiert. So oft ist es mir aber auch schon passiert, dass er auf einmal fast neben mir stand. Ja. Wer eher trifft, ne, ist länger am Leben. Also ich finde es schön, dass sie das dorthin geändert haben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man durch diesen Tunnel auf diese andere Ebene kommt. Da wäre eigentlich so eine Idee, dass man sich ja oben und unten eine kleine Basis baut. wäre so eine Sache. Ach ja, Wolfsspinne, Wolfsspinne, ey, echt. So, wie gesagt, wir bräuchten hier eigentlich wirklich. Oh, Wahnsinn. Ich muss hier noch so eine Kiste setzen. Das lässt sich nie ändern. Warte mal, hier war's. Wo ist er? Hier. Vier Klee und drei davon. Vier Klee. Die können wir eigentlich mal ausmachen. Ja, ist hell genug. Würdest du mal hier weiterlaufen, bitte? Danke. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob es noch irgendwas gibt. Ob es noch irgendwas gibt, was mir mit dem Gift oder mit den Beißwerkzeugen von der Spinne noch machen müssen. Bin ich gerade überfragt. Bestimmt noch irgendwas, was man da herstellen kann, ne? Ja, ich denke schon. So.
So, dann machen wir das rein, das. Die machen wir rein. Wir machen das rein. Und das machen wir hier vorne rein. Okay, ich habe noch zwei davon, das sollte reichen. Sollte das reichen? Für heute reicht das. Ist was. Ich sollte was essen. Was soll ich denn essen? So. Komm mal her hier. Can't waste food. Can't waste food. Can't waste food. Sehr gut. Oh, hier sehe ich einen Wassertropfen. Sobald es mit nassen Untergrund irgendwie in Berührung kommt, glaube ich, löst es sich auf. Ist echt schade. So, wo ist der? Hier. Hydration is the key to performance. Ja, finde ich auch. So, warte mal. Ich tue dich trotzdem nochmal hier auf die 6. Sehr gut. So, die Feder müssen wir uns vorne holen. Das tue ich mal wieder vor hier. Das ist mir so gesehen nichts. Ja, soll das hier ein Boot sein? Das wäre ja was, wenn man mit dem Blatt hier als Boot über diesen kleinen Tümpel hier schippern könnte. Wäre sicherlich eine nette Idee. So. Okay, wir holen uns jetzt auf alle Fälle noch das Federchen hier vorne. Wo lag es? Ich glaube in dem Tümpel dort von links. Weil dann können wir nämlich das Bett fertigstellen zu Hause. Dann hätten wir zwei Stück. Das wäre äußerst nett. Pfeile können wir natürlich davon auch machen. Das bräuchte man eigentlich auch. Aber ja. So. Okay, die Spinnen haben wir erstmal alle erledigt. Jetzt würde ich hier oben weitermachen. Vielleicht hätte man aber auch erstmal unten weitermachen sollen. Ja, wir machen erstmal unten weiter. Gibt es denn hier noch Beeren? Nee, wir machen oben weiter. Oben, es ist taghell. Macht sich besser. So. Unsere Keule ist bald am Ende. Da ist eine Spinne. Also eine kleine giftige Ehe, Wahnsinn. Guck dir das an.
Krass, oder? 40 Pfeile haben wir. Sehr gut. Also Pfeile haben wir gerne eingebüßt. Das ist schon mal was. Also unsere Ziplines sind gesichert. Bis ins... weiß ich nicht. Dritte Jahrtausend. Was haben wir? Netze. Mhm. Wo ist er denn? Pflanzenfaser brauchen wir doch nicht. So was brauche ich hier, Pflanzenfaser. Ja, die fliegen raus, guck mal. So. Na, dann komm her. So, bevor ich dich noch mache, gucke ich erstmal, was ich hier noch im Inventar habe. Platz hätte ich gerade noch so. Okay, halt, ich muss hier mal was nehmen. Wow. Geht's denn hier irgendwo hin? Waren wir da schon? Alter, was ist denn das? Ist das das, wo wir waren? Ja klar, das ist das, wo wir waren. Nein, ich bin doch blöd. Ich habe gedacht, das ist noch eine neue Anlage. Hatte mich gerade gefreut. So, ich rammel mal hier rum. Hier ist erstmal Vorschub. Die holen wir uns. Na, zum Glück sind die nicht giftig. Wow. Okay, ich geh erstmal hier rum. Hier schönes. Komm, zeigt mir eure Waren. Wir machen mal ein paar Minuten länger, weil wir haben schon Abend und das würde sich dann nicht lohnen noch für eine Folge. Ich würde dann eigentlich morgen früh weiter starten und die Nacht noch mal ein bisschen in der Hecke verbringen. Keine Ahnung, was ich mir da genau vornehme. Vielleicht noch ein paar Bären einsammeln oder irgendwas. Und dann wird man morgen was anderes machen. So, wir schauen mal hier. Genau, hier oben haben wir nämlich gestanden und haben uns die Spinnen angeschaut, was denen so einfällt, was die hier treiben. Und ich bin fest davon überzeugt. Hier ist ein Eingang. Schade. Es hätte aber wohl sein können, ne? Vielleicht ist aber der Eingang auch weiter unten. Das kann natürlich auch sein, dass der dort ist. Aber da komme ich nie wieder hoch. Das wäre mir dann zu viel Umweg. Und ich werde mir jetzt die zwei Typen noch hier schnappen. Habe ich noch was zu essen dabei? Das habe ich jetzt raus, das brauche ich nie. Ich habe nichts zu essen dabei. Okay. That tastes really good.
nichts zu essen. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Es tut sich gerade nicht so gut für uns aus. Halt! Guck mal. Aber das war wirklich Zufall. Ich habe es nicht gesehen, wo ich untergetaucht bin. Also, wo ich reingehüpft bin und mich gedreht habe. Ich habe es erst gesehen, als ich untergetaucht bin. Krass, oder? So. Oh, hallo. Was ist denn hier los? Das ist aber schön. War hier jetzt eine Spinne drunter? Nee. So, ich gehe die jetzt noch klopfen schnell. Irgendwie. Erledigt. Yippie. Befriedetes Gebiet. So, wir schauen mal nach unseren Pfeilen. Wir haben 40 davon, die anderen sind mir egal. Wir haben Platz noch. Wir haben wieder Haufen Federn. Wir haben nichts zum Essen. Gibt es hier einen Pilz irgendwo in der Nähe? Ich bräuchte irgendwie einen Pilz. Da vorne ist der Stinkekäfer. Ja. Ich brauche irgendwie einen Pilz. Sonst... Pilz. Kriegt man das hin? Boah, jetzt wird's aber dunkel hier. Bam! Alley Hoops! Bringing the light! Komm, Junge. Beziehungsweise Mädel. Wie viel haben wir noch? 20 Sekunden. Okay, wir machen es anders. Esper heilt, Angriff. Rose. Schwierig herzustellen. Das ist eigentlich nicht gut, wenn ich sowas mache. Solche Smoothies für sowas zu verwenden, ist einfach Wahnsinn. Steht in der Relation. Das muss man wirklich so sagen. Okay, es ist abzusehen, dass morgen unser letzter Tag hier in der Hecke wird. Ich weiß, wir haben den Weg zum Bad noch nicht gefunden. Aber ich sehe da jetzt auch nicht so das Problem drin. Denn wir haben erstmal sehr viele Ressourcen gesammelt. Und ja, vielleicht, sag ich mal, wo sind sie jetzt hier? Bleiben wir noch einen Tag länger oder zwei. Hängt von unserer Versorgung ab. Ich habe jetzt erstmal wieder Essen. Dass ich jetzt so einen guten Cocktail verschwendet habe, ist eigentlich nicht so gut. Aber ihr wisst ja, was ich jetzt noch mache. Ich hole mir jetzt noch den Stinkekäfer. Und das ist es, was wir tun. Wir werden es mit Pfeil und Bogen probieren. Okay. Komm, spring hoch hier. Ja, wie gesagt, es geht ein paar Minuten länger heute. Aber das muss jetzt noch sein. Das Gebiet will ich jetzt gecleant haben. Morgen werden wir vielleicht nochmal eine kleine Tagesüberprüfung machen, nochmal unterhalb der anderen Hecke entlang, vielleicht nochmal Beeren sammeln oder irgendwas. Und dann schauen wir einfach weiter, wie sich das entwickelt. Okay, das ist der grobe Plan. So, ich gehe jetzt gleich mal hier hoch. Ich hoffe, dass das eine gute Idee ist.
Aber bevor hier irgendwas schief geht, machen wir das hier. Nee, das war der Ausgang. Ich habe gedacht, da leuchtet noch was. So, ich hoffe, es war bloß einer. So. Hier könnte man sich auch drauf tun, ne? Kann man die schön ärgern. Ja. So, kleine Überprüfung unseres Inventars. Also wir haben so einen Gastank bekommen und das hier wahrscheinlich Baumwanzenbrocken. Zwei Stück. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Ja. Okay, Gasmaske haben wir nicht gebraucht. Wir nehmen unsere Marienkäferrüstung. Und ich glaube, wir sind hier wirklich fertig, ne? Also hier kommt man hoch. Nur wie kommt man hier am besten hoch? Das ist jetzt, wenn die Spinne natürlich hier drauf hockt, dann ist... So, dann hier lang. Dann hier ein bisschen. Oh, oh, genau. Und das ist nämlich genau das. Ja. Nein! Komm, wir probieren das nochmal. Werden wir schon. Wir haben jetzt sowieso überzogen. Ich will das jetzt nochmal wissen hier. Ja. Okay, also gar nicht springen, sondern nur laufen. Und schon sind wir da. Das ist ja echt genial. War da oben noch was Schönes? Ich denke nicht. So, oder eben hier entlang. Und dann hier vorbeilaufen. Kommt mal auch hoch. So, ich mache nochmal einen Überblick über die Karte. Also hier wäre das zum Hochgehen. An diesen schönen Bäumchen. Ansonsten hatten wir eigentlich alles gekleint, denke ich. Mit der Wolfsspinne bin ich überrascht. Wusste ich nicht, dass dort eine rumrennt. Bin ich auch nicht begeistert, dass die eigentlich überall rumrennt. Aber auf der anderen Seite macht es natürlich spannend und es holt den Schockmoment wieder hervor, auf den ich eigentlich gerne verzichten könnte. Aber so ist es halt. Und ja. Ich habe noch ein bisschen Platz. Ich werde noch mal gucken, ob ich noch ein paar Beeren finde. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage auf bald.